Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising the Balkans Event Video hier in Euro Truck Simulator 2. Ich stehe hier immer noch in Timișoara in Rumänien und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus geht im zweiten Teil des Events. Natürlich externer Frachtmarkt. Wie passend, wir haben einfach nichts von hier. Dann würde ich sagen, fahren wir kurz nach Reșița. Und gucken wir von dort aus, ob es von dort aus was gibt. Vielleicht haben wir bis dann ja einen Auftrag. Ich stelle aber vor, einfach nochmal. So viel Zeit muss sein. Für 1,56 Euro. Das ist auch jetzt ein First. Keinen Auftrag zu haben. Aber gut. Biege nach rechts ab. Dann haben wir sogar noch zwei. Haben sogar zwei Stück. Zwei in Anführungszeichen Fahrten einer. Wenn wir jetzt wohl was ein Reschita bekommen. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja, ein bisschen Schwung muss es ja auch geben, ne? Wenn wir hier hochfahren. Boah, krass, dass wir wirklich nichts haben. Dafür, dass wir auch prinzipiell einen Flughafen hier haben. Besteuerung mal auf 100 Kilometer pro Stunde, würde ich sagen, ne? Wenn wir nicht bekommen, dann drüben einen Auftrag. Ich würde sagen, ich fahre einfach ein bisschen bis 100 Kilometer pro Stunde, bis ich ihn abbiegen muss oder so. Ja, doch, bis ich abbiegen muss. Wenn wir auf der A6 den Kreisverkehr haben oder was immer das hinten ist, dann schaue ich mal nach. Dann haben wir einen ganz schönen Abschnitt hinter uns. Hoffentlich geht es dann von dort aus weiter, weil bisher ging es ja eigentlich nur nach Ungarn oder wieder zurück nach Bosnien-Herzegowina und Serbien, wo wir schon gewesen sind. Also einfach nichts Relevantes. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Mehr oder weniger sogar perfekt runter auf 70 gekommen. Obwohl ich nicht wusste, dass ich 70 fahren darf, ne? Schauen wir jetzt schon. Nochmal ein Abschnitt mit 100. Dann schauen wir noch nicht. Weil der Abschnitt mit 100 wahrscheinlich gleich zu Ende ist. Ja, 80. Dann können wir auch mal unsere Flyer gucken. Externer Frachtmarkt. Immer wieder Reșița und es würde nach Bulgarien gehen mit Dieselgeneratoren. Von der Strecke her macht es schon am meisten Sinn und es ist auch der einzige Auftrag. Na gut, dann fahren wir 22 Tonnen Dieselgeneratoren nach Ocean Solution. In Pica Pica. Who knows? Aber wir fahren einfach nach Reșița. Ja, erstmal Vollbremsung. Günstig. Das ist gar nicht so unser Flight geht, wie ich dachte.
Eine schöne Flussüberquerung. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Aber natürlich doch. Natürlich. Warum sollte man auch den Kreisverkehr in einem Rutsch nehmen? Steht da 64 Kilometer. Und genau sind für uns 33. Ganz schön dichter Wald. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ich bin eigentlich wirklich auf Achte, von wo wir es überhaupt abholen. Zugegebenermaßen. Ah, schön mit den Bergen. Im Hintergrund. Mit Schnee muss es auch geil aussehen. Demnächst rechts abbiegen. Mit den Bergen. Schön noch ein Personenzug, der unter uns durchfährt. Biege nach rechts ab. Gehen wir schon runter auf 45, dann biege ich es gleich runter auf 30. Das kann man mittlerweile. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ist auch eine schöne Rampe. Der Kreisverkehr. Nimm diese Ausfahrt. Wenn man hier die falschen Tasten drückt. Dann sind wir eigentlich auch schon da und wir holen von The Train Foundry ab. Interessanter Firmenname. Gebäude. Ah ja. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich vermisse ein bisschen die Züge und die Schienen, aber ich habe sie gefunden. Deswegen war ich auch gerade so fuchsig auf den Container da hinten. Auch schön mit den alten Fabrikgebäuden. Ja, das war nicht der Plan. Da einen Bomberladen. Oh, haben wir so direkt neben uns eine Tiroler doch die Zugstrecke. Sehr schön. Okay, wir fahren los. Dann wollen wir mal 510 Kilometer nach Rietsche. Ich denke Rietsche. Werde ich dann wahrscheinlich spätestens im nächsten Video besser wissen. Ach, es ist so schön einfach mit den Kollisionen von den Schienen. Es macht einfach so viel mehr aus. Kommt nix, da kommt auch nix. Dann können wir ja fahren.
Jetzt natürlich wieder ein bisschen mehr zu kämpfen. Gucken wir uns mal kurz die Karte an, wo lange es geht. Hauptsächlich über. Okay, scheinbar doch über Autobahn. Ah, oder? Ja, doch, ich denke mal schon. Wobei, nee, eher Landstraße. Weil ich sehe, dass die A1 dann doch eher grün ist. Dann ein bisschen Schnellstraße und das ist Landstraße. Wobei die 58 ist halt, I don't know. Wir werden es sehen, es wird spannend werden. Ich gebe mal nicht mehr Gas als jetzt 45. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Und dann geht es jetzt weiter Richtung Reschetta. Erst Richtung Stadtzentrum und Reschetta. Ich finde es auch gut hier mit der, quasi mit der Regenrinne, wenn man so bezeichnen mag. Ich glaube, das ist halt einfach dafür da, um halt bei starken Regenfällen oder einfach allgemein Regenfällen einfach die Fahrbahn nicht allzu sehr zu belasten. Und den Untergrund der Fahrbahn. Auch interessant, dass wir jetzt Ocean Solutions Group fahren. Also quasi von der, ja, was nochmal, The Train Foundry. Quasi von der Schmelze. Die eher so auf den Zugverkehr ausgelegt ist. Also, ja, Anbindung mit Zug und so. Jetzt zum komplett anderen Gegenteil fahren. Finde ich nice. Ja, ist ja gut. Ah, hoffentlich mit ein paar Bahnübergängen hier auf der Strecke. Das wäre schön. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ich merke, er bremst gerade nicht so gut runter und nicht so schnell, einfach weil wir es als 25 Tonnen geladen haben. Deswegen schon mal direkt runter auf 50 für Butchin. Oh. Das ist ja auch schön hier. Und dann haben wir den Bergen im Hintergrund. Das könnte eine sehr, sehr nice Fahrt werden. Ah, ist einfach schön, auch so die grünen Berge. Grünen Bergkuppen. Immer geradeaus. Das halte ich für ein halbes Gerücht. Auch nur für ein halbes. Wir fahren gar nicht wirklich über die Berge rüber, sondern fahren um die Berge herum, so wie es so ausschaut. Jetzt müssen wir um diese Bergkuppe, Kette. Dann ein bisschen Mehadia. Habe ich den Tempomat auf 45 eingestellt? Ich glaube schon. Ja, die Cruise Control natürlich. Ja gut, das ist beides dasselbe. Interessant, hier ein Hangar. Und da geht es den Berg hinauf. Für den Kollegen vor uns. Für uns aber nicht. Wir fahren außen drumherum.
schon ein bisschen rausbeschleunigen. Ja, zwischen den beiden Bergketten herum. Gleich mit rein wahrscheinlich. Das richtig sehe. Die Landschaft wird schon schön. Schade, dass ich jetzt erst erlebe, aber. Immer geradeaus. Ja, ein bisschen schnell. Oh. Da bin ich direkt gespannt, wie das dann in Reaches. Allein hier mit der Fahrplan, genau. Mit der, dann nennen wir es mal, anderen Leitplanken. Einfach nice. Das wäre auch cool, hier hinzuliefern. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Oh, 60. Ein Viewpunkt, den ich jetzt verpasst habe. Ich habe mich vorher schon gefragt, ob hier ein Viewpunkt ist. Ich habe aber keinen gesehen da vorne beim Schiff, aber jetzt wo er da war, habe ich natürlich verpasst. Wie das dann halt immer so ist. Wir haben sogar einen Staudamm, deswegen. Taking the scenic route, ja. I can see that. Warte. Sogar mit. Ja gut, ist das jetzt. Das ist jetzt die Frage. Ist das jetzt prinzipiell eine Hebebühne für die Schifffahrt, dass die auch quasi auf die andere Seite kommen vom Damm? Oder ist das jetzt so ein. Na? Ich denke mal, auch wenn es nicht dargestellt wurde jetzt hier, aber ich denke mal, in der Realität wird es wahrscheinlich so sein. Damit die Schiff jetzt auch durchkommt. Boah, ist ja cool hier. Das gefällt mir schon sehr. Komme ich schon halt wieder ein bisschen mehr Lust auf zweite Ausfahrt nehmen. Irgendwelche guten Schiffssimulatoren. Nimm diese Ausfahrt. So wie in den guten alten Zeiten. Ich weiß schon gar nicht mehr, welcher das war. An welchen ich immer denke. Ich glaube Ship Simulator 2008. Den? Gab's den? Ich glaube zumindest schon. Gucken wir mal nach. 2008 gab es, ja. Und ja, das ist ja auch, an den ich gedacht habe. Also sowas in der. Oh Gott. Einfach kein. Das ist einfach so lang, die haben nicht mehr auf der Website eine mobile Seite. Wo ich jetzt gerade drauf bin. Vielleicht ist auch ein Wiki, aber ich glaube nicht. Ja, es ist ein bisschen schade, dass es einfach so ein ähnliches nicht gibt. So
Aber es gibt zwar so das ein oder andere Spiel, was ich auch auf der Wishlist habe, wo halt noch nicht wirklich was zu sehen ist. Ich weiß gerade, als ich 2008 eingegeben habe. Oh, 2006? War es 2006? Kann sein, dass ich beide hatte, natürlich. Also, das kann auch 2006 gewesen sein. Eines von beiden auf alle Fälle. Man konnte auf alle Fälle in verschiedenen Ländern fahren, so wo ich glaube, Hamburg war gemacht, hier Calais und so weiter, also Calais nach Dover, dann, jetzt müsste ich lügen, Bali, Indonesien, irgendwie sowas in der Richtung, also Indonesien auf alle Fälle, Bali bin ich mir gerade unsicher, und jetzt auch verschiedene Missionen, also es war halt eher so ein Missionsding, so, teilweise musste man so in Indonesien musste man dann teilweise Leute retten, die dann irgendwie schiffbrüchig gewesen sind. Teilweise musste man dann in Hamburg dann Schiffe schleppen, mit dem Schlepper unter anderem, aber auch Hafen-Taxi spielen. Also war eigentlich ein cooles Spiel. Und sowas halt im neueren Format, also in der neuen Grafik und so weiter, das wäre schon nice. Das gucke ich aber gerade mal nach 2023. Bisher habe ich nämlich nur okay, Ship Simulation 2023. Und Ships Simulator 2024. Ich habe aber auch irgendwo was gesehen von Ships Extreme oder so. Was auf meiner Wishlist ist. Aber halt auch nur hauptsächlich um zu schauen, wie sich die Entwicklung davon ist und was dann daraus wird. Dass ich es nicht verpasse. 2023 soll schon draußen sein. Aber ja, halt irgendwie sowas, so eine Mischung aus arcadig, Missionen und so weiter. Ich glaube, man konnte auch eigene Missionen konnte man auch machen damals, im 2006er oder 2008er. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Das war eigentlich schon nice. Craiova. Sind wir gerade oder so naht. Ja. Also wenn es da mal wieder was gibt, was halt dem gleich kommt, dann wird es davon dann auch Videos geben. So, zu den ganzen Fishing Simulators, da werde ich wahrscheinlich auch was zu machen, wenn dann der Rechner hier, also wenn der oder ein vernünftiger Rechner wieder hier steht. Aber das wäre dann eher so, vor allem weil die aktuellen, die halt so da sind, eher so ein Langzeitding sind, wo man halt eher gut klar, ne? Also es ist halt eher, würde ich eher sagen, was für Streams. Da schafft man mehr als in einem Video. Deswegen würde es halt also eher in Streams geben. Hier haben wir auch wieder eine Garage-Möglichkeit. Oder eine Möglichkeit für eine Garage. Ich bremse doch schon. Was? Es ist immer noch da, wo wir herkommen, wieder da. Okay, wir würden. Ah ne, okay, nevermind. Es war nicht Reshita, es war ja PTSD. Oder ich habe irgendwas anderes eigentlich auch gelesen. Was ich jetzt aber gerade nicht sehe. Hä? Okay. Biege nach links ab. Ach, eine Ampel ist es doch sogar. Soll ich mal ein bisschen Gas geben, damit ich die Ampel auch bekomme? Kann das Schild nicht mitnehmen? War knapp. Das ist ja auch cool. Es ist einfach super, super nice. Ist einfach. Also klar, ne? American Truck Simulator hat auch was, aber allein so die Diversität durch die verschiedenen europäischen Länder. Das macht halt den. Das macht halt was, ein komplett anderes Feeling als ATS. Klar gibt es in ATS auch eine große Vielfalt, aber einfach so die verschiedenen Unterschiede der Länder, wie sie halt Städte bauen, wie sie
ein Road Network aufbauen, ist halt schon sehr interessant und führt allein da schon zu Wow-Momenten, nicht nur von der Landschaft. So die vielen kleinen Dörfer, die man hier so auch vor allem in Osteuropa jetzt auch durchfährt. Alten, ja, wahrscheinlich verbrennen zu unserer Rechten. Wo wir sogar quasi auch hinfahren, nur hinter das Gebäude. Alles auch hier dann also schon solche Industrieparks, wo dann eine Firma rein gepflegt wurde. Gar nicht wirklich mitbekommen, dass wir auch eine Nachtfahrt haben, mehr oder weniger. Also sogar eine richtige Nachtfahrt bekommen. 0 Uhr dort an. MPG bei Ocean Solution Group. Wie viel Geld bekommen wir? 21.600, okay. Habe ich gar nicht wirklich darauf geachtet. Eigentlich habe ich nur auf die Tonnen geachtet, an Dieselmotoren. Worauf man einfach alles nicht achtet, wenn man einfach on the fly das macht, weil man zuvor nichts bekommen hat. Das ist ja viel Wasser. Ja, ich bin ja schon dabei. Nice. Gefällt mir. Und ins nächste Städtchen hinein. Dann bin ich nach diesem Auftrag bei 3 von 15. Also haben wir auch zumindest mal ein Fünftel vom zweiten Teil des Cruising the Balkans Event durch. Schneller als gedacht, habe ich nicht mit gerechnet, aber ist vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt. Jetzt habe ich allein durch diese Fahrt habe ich dann wieder einen Tag, wo ich kein ETS-Fall wieder rausgebracht habe am 1.12. Habe ich es wieder rausgeholt. Wir auch gar nicht mehr so weit haben bis nach Bulgarien. Wenn ich mich recht entsinne. Okay, noch ein Stückchen. Stückchen mehr als ich dachte. Ups Gott. Was haben wir denn da? Wieder ein Kreisverkehr. Oder 40, das ist hier die Frage. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Fast sogar 80, aber 40 ist in Ordnung.
Bonschild drauf. Obwohl ich gerade gucken, dass mal wo fallen. Ich brauche gar nicht gucken. Die hatten bis 170, aber für uns waren auch die 5, die 80 geblieben. Und wir sind in Pistesti. Deshalb in Pistesti, Balkan Explorer 3 von 30. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Bisschen Offroad. Ungewollt natürlich. Daumendepot. Wahrscheinlich ähnlich wie Home Depot, hier haben wir einen Scania-Händler. Das würde mich interessieren, brauchen wir für den Gebrauchtwagenhändler, muss man dann den spezifischen Händler dafür aufdecken, wobei eigentlich ja nicht, ne? Also eigentlich müsste es jetzt separiert voneinander sein. Eigentlich müsste das jetzt separat voneinander behandelt werden. Denn das ist ja eher so ein Off-Marketing. Gebrauchtwagenhändler. Schön mit der Sonne im Hintergrund, die untergegangen ist. Was, wir dürfen 100 fahren? Ah ja, stimmt. Wir dürfen 100 fahren. Okay, wir können aber nicht 100 fahren. 90. Ist auch schon interessant, dass man LKW in Rumänien einfach 100 fahren kann, und das ist natürlich auch verständlich, dass dann rumänische LKW-Fahrer häufig einfach das gedrosselt haben und dann dadurch halt schneller sind als andere. Dass sie dann halt vielleicht mit 180 in Deutschland fahren oder 85, das ist natürlich auch ein anderes Blatt Papier, aber ist natürlich interessant, dass wir so viel Unlimited Strecken haben auf Autobahnen für Autos, aber LKWs allgemein nur 85 dürfen. Das war allgemein nur 80. Von der Höchstgeschwindigkeit her natürlich. Da kam was spät. Das ist ja auch sogar schon raus. Oder müssen wir alle raus? Ich glaube, alle müssen raus. Winrich. Bitte rechts halten. Richtung. Was, wir sind gerade bei Bukarest? Wir sind echt bei Bukarest? Ja, wir fahren durch Bukarest sogar durch. Und dann sind wir gleich in. Ah. Jetzt ist die Frage: Ist das Picture oder Riche? Wo wir gleich sind, wo wir anliefern. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Oh je. Bisschen zu eng genommen. Ah, cool. Das ist ein cooles Punkt, dass überarbeitet wurde, aber ich glaube, davor war es ja eher von Promotz, wo ich noch gewesen bin. Biege nach rechts ab.
Oder ich habe mich jetzt einfach gerade mal an Rest von ETS erinnert. Und nicht von Bukarest ETS 2 von Promotz. Schön hier mit der Bahn hier. Oder was ich Deutsch sagen, Bukaresti. Ah, wir fahren scheinbar nur einen Ausdauern vorbei. Im Zentrum. Mal schauen, ob wir sie aber aufdecken. Also, na, na, vielleicht am Ende. Wenn es weiter Richtung Pietsche geht. Oder Pietsche. Ich sage jetzt einfach mal beides. Einfach weil in der deutschen Übersetzung da einfach Russe steht. Oder Russe, Russe. Warum auch immer. Ist ja eine weirde Übersetzung. Demnächst rechts abbiegen. Dann wäre der deutsche Bezeichnung. Für eine bulgarische Stadt. Biege nach rechts ab. Okay, warum auch immer. Wer das Hütchen jetzt war. Ist auch schwer zu sehen, ob da was kommt, wenn die aus dem Tunnel kommen. Vor allem die Autos. Oh, meine Güte. So einen Affenzahn. Ich würde sie reindrücken, gehe jetzt einfach mal vor. Soll er mich links überholen? Das kommen wir an der Stelle ja gar nicht mehr raus. Und 20 Kilometer haben wir da den Grenzübertritt nach Bulgarien. Schauen, ob es eine Röntgenhalle gibt. Oder Röntgenstation. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da durch müssen. Oh, eine Waage hätte auch was. Der ist schon müde. Da trifft sich gut, wir sind gleich da. Halten. Wir haben einen Megamall. Nimm diese Ausfahrt. Wir haben es einfach mal so. Oh Gott. Nicht gesehen, dass da eine Mittelinsel beginnt. Biege nach links ab. Dass wir hier rüberfahren. Wozu auch immer das andere Gelände da war. Ich denke mal, das gehört auch zum Grenzübergang. Wirkt zumindest so, wenn ich so auf der Karte schaue und so von der Position her. Könnte es hinkommen. Biege nach rechts ab.
Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Gott, für die Ausfahrt hier. Auf die 6 oder auf die 7 sollen wir? Also nicht eines der beiden Tore auf der rechten Seite zur Wiegestation. Nehmen wir das linke. Nehmen wir die 6. Gesamtgewicht beträgt 6,3 Tonnen. Sie können weiterfahren. Es würde mich interessieren, was passiert, wenn man zu viel wiegt. Ob das denn überhaupt der Fall sein kann. Wie ihr das wisst, was euch passiert ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Schöner Grenzübergang. Wenn ein Fluss zwei Länder wieder trennt. Ich wollte gerade sagen, ich habe Angst. Oder den Fahrzeugen, die vorausfahren. Weil die garantiert nicht so schnell fahren, wie sie fahren dürften. Die 40. Ach, so mal mit. Allein wegen solcher Fahrten freue ich mich schon. Ich gehe mal davon aus, erst auf halt ein Pietsche und ein Rietsche. Deswegen freue ich mich schon drauf. Wahrscheinlich kommt es falsch ausgesprochen. Freue ich mich schon auf im ATS, wenn es wirklich nach Kanada gehen sollte. Einfach auf die Brücke. Ich glaube, das müsste bei Vancouver sein. Die hat auch einen Namen. Ich habe nur vergessen, wie der Name war. Rechts halten. Nochmal mit einem Durchleuchten hier. Ganz neue Folge abgeschlossen. Sie können weiterfahren. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Okay. Border Zone. Auch wenn ich nicht mehr sehen konnte. Hier haben wir sogar einen Viewpunkt. Gucken wir uns den einfach mal an. Wenn wir schon hier sind.
Schauen wir mal weiter. Wie viel haben wir noch? 43 Kilometer. Das reicht ja sogar noch. Sagen, ich hätte nach links gemusst. Ich befürchte es. Jetzt haben wir mal ein bisschen Cash. Lass uns mal prüfen. Ich weiß, dass ich müde werde, deswegen versuche ich mich auch zu beeilen. Der Grenzübergang ist aber halt ein bisschen zeitabhängig. Oh, da wurde ich mal rausgeholt. Das wird zumindest angedeutet. Nimm demnächst die Ausfahrt links. Okay. Und wir sind in Bulgarien. Ausfahrt links nehmen und dann rechts abbiegen. Ausfahrt links, wo ist denn der Ausfahrt rechts? Biege nach rechts ab. So, also außerhalb von whatever. Wo anliefern. Scheint ja so, wenn wir noch so eine weite Fahrt haben. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Diese Ausfahrt. Sehr gut, beschleunigen. Das können wir jetzt gebrauchen. Ich hoffe, gut, das sollte eigentlich 42 und 46. Das ist ja wieder auf den letzten Drücker par excellence. War auch mal 75 statt 70. Um noch mal ein bisschen mehr Zeit gut zu machen. Ein bisschen mehr Puffer. Kleine Elektrifizierungsstrecke hier. Wahrscheinlich eher für Trolleybusse. Busse. Und hier sind die exklusiv für LKWs, ja genau. Wäre ja sehr optimal, wenn wir auch direkt an der Abladestelle pennen können. Das wäre sehr optimal. Wenn nicht, dann ist es halt so. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Ausfahrt rechts. Wir runter auf 40 Richtung Zentrum. Wir auf eine Werkstatt. Ach, eine Garage. Da haben wir die Abladestelle. Aber noch keine Schlafmöglichkeiten in der Nähe zu sehen, außer jetzt hier hinter uns. Und das fängt an zu regnen. Wunderbar. Ich bin zu schnell. Demnächst links abbiegen.
Und zwar genau jetzt. Biege nach links ab. Wieder eine Brücke hier. Sehr viele Brücken hier. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze aussieht bei Tag. Werden wir dann ja morgen auch so sehen. Schön hier. Im Bahnübergang. Ach, wir sind ja am Hafen, da war ja was. Schön am Hafen. Mit den Docks, Trockendocks und Schiffen, die im Trockendock sind und wahrscheinlich gebaut werden. Dafür werden die Generatoren wahrscheinlich auch benötigt. Entweder zur Instandsetzung oder zum Bau dieses Schmuckstücks hier. Wahrscheinlich eher ist es eher eine Restaurierung in diesem Fall. Biege nach rechts ab. Allerdings, wo wir hinliefern, nicht. Das war eine schöne Fahrt. Denn das sieht nach einem Neubau aus. Würde ich mal so sagen. Dann abladen. Ausgezeichnet, diese Generatoren von Rechita nach Riche, Piche, whatever. Geliefert, Gefahrenstrecke 565 Kilometer, dauert 49 Minuten. 229 Liter Verbrauch, das war der 163. ETS, World of Trucks Auftrag. Es gab dafür 21.500 und 837 Erfahrungspunkte. Und dann fahren wir noch eben schnell zum Pen und. Wo auch immer das nächste ist. Ich dachte, ich hätte ja was gesehen gehabt. Aber scheinbar müssen wir nach Carfor fahren. Los! Praktisch, dass wir nur 5 Minuten haben. Biege nach links ab. Das könnte noch. Mal schauen, ob ich ankomme, heile. Ich fahre jetzt einfach mal so schnell es geht. Und hoffe, dass ich keinen Sekunden Schlaf bekomme. Und doch dann versuche, so gut es geht, auf der Bremse zu stehen. Möglichst keinen Unfall zu bauen. Biege nach rechts ab. Da wäre es manchmal schon praktisch, aber auch bei Garagen, die einem nicht gehören, starten könnte. Und aber den Verstoß gegen die Ruhezeit. Zum Glück nur gegen die Ruhezeit und nicht fürs schnelle Fahren. Bitte rechts halten. Und da sind wir auch schon bei Carfor. Also, so gut wie. Bushaltestelle und die Kurve nach Carfor ist fast 90 Grad. Und ja, aber den Schlafplatz, wo auch schon ein Bus steht und Polizei vor uns. Wir sind fertig.
dann wollen wir uns mal hinlegen und schlafen. Und dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im Morgenvideo wieder hier. Entweder hier in HS2 weiter mit dem Cruising The Balkans Event oder in ATS mit dem Cruising Candles Event. Tschüss.